des Kreisverbands der AfD Ingolstadt-Reichstätt. Besonders herzlich begrüßen möchte ich natürlich heute unsere Referenten, den Herrn Uwe Junge aus Rheinland-Pfalz. Dortiger Fraktionsvorsitzender und Abgeordneter. Dann darf ich begrüßen den Herrn Martin Sichert aus Nürnberg. Direktkandidat für die Bundestagswahl im Herbst. Dann darf ich natürlich begrüßen unsere eigene Kandidatin, die Frau Christina Wilhelm. Kandidatin unseres Wahlkreises. Und alle Kollegen natürlich hier aus dem zahlreich vertretenen Kreisverband Neuburg sehe ich hier erfreulicherweise doch sehr viele. Die Frau Lauber natürlich eine unserer aktivsten, muss man so sagen, lokalen Größen. Und besonders möchte ich mich natürlich auch noch bedanken bei den Mitgliedern meines eigenen Kreisvorstands und die begrüßen, die die Veranstaltung heute organisiert haben, die Frau Linder und der Herr Goschi, die haben hier heute hauptsächlich die Arbeit geleistet. Ja, wir hören vom Herrn Junge heute einiges zum Thema innere Sicherheit und Politik für das eigene Volk. So war die Rede ja eigentlich betitelt. Bin schon sehr gespannt, was er uns heute hierzu mitteilen wird. Der Herr Sichert wird sich äußern zum Thema Frauenrechte und Islam. Und die Christina wird, glaube ich, so allgemein einige Dinge erzählen aus ihren Anliegen und ihrem persönlichen Wahlprogramm. Ja, das mal so ganz kurz der Ablauf unseres Abends. Am Ende wird es dann noch eine Diskussion geben und wir werden Ihnen alle hier für Fragen zur Verfügung stehen. Dann bitte ich jetzt gleich mal die Frau Wilhelm, dass sie hier übernimmt. Ja, vielen Dank, Johannes, und erstmal recht herzlichen Dank an den Kreisverband Ingolstadt-Reichstätt für die tolle Organisation. Ganz kurz möchte ich mich vorstellen. Ich bin die Christina Wilhelm. Ich bin die Direktkandidatin vom Wahlkreis 216 Ingolstadt und somit auch Ihre Direktkandidatin hier in Eichstätt. Ich bin Vorsitzende des Kreisverbands Neuburg-Schopenhausen. Wie gesagt, diese beiden Kreisverbände haben sich ja letztes Jahr im Oktober geteilt. Vorher war Ingolstadt, Eichstätt, Neuburg-Schopenhausen ein Kreisverband. Noch ganz kurz zu meiner Person. Wer mich noch nicht kennt, ich bin von Beruf Fremdsprachenkorrespondentin, ich bin verheiratet, ich habe drei Kinder und geboren bin ich in Neuburg an der Donau. Mitglied bin ich jetzt seit Dezember 2015. Und falls Sie heute Abend irgendwelche Fragen an mich haben als Direktkandidatin, wie gesagt, zu meinem Wahlkampfprogramm etc., Sie finden auch hinten einen Flyer, da steht auch ganz viel Information schon drin von mir, dann bitte ich Sie, mir diese Fragen zu stellen. Die beantworte ich Ihnen natürlich sehr gerne. Aber unser Augenmerk richten wir ja heute auf unsere beiden Referenten, den Herrn Uwe Junge und den Martin Sichert. Und bevor ich jetzt Letzterem gleich das Mikro übergebe, ich möchte nämlich jetzt nicht zu viel Zeit verwenden für meine Ansprache heute Abend, möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass Sie bitte Ihre Fragen erst am Schluss der Vorträge stellen. Und auch diese Fragen sollten natürlich bitte themenbezogen sein zu den heutigen Themen und auch nicht viel länger als 30 Sekunden Fragezeit. Ja, dann wünsche ich Ihnen einen interessanten Abend mit den beiden Referenten hier im Alten Stadttheater Eichstätt. Vielen Dank. Applaus.